Der Pastor Winkler hat vor anderthalb Jahren den Anstoß dazu gegeben, dass wir hier den Kirchplatz nutzen können, sollen, wie auch immer. Und wir sind dann dieses Jahr mit dem Pastor Zumdome ins Gespräch gekommen. Und dadurch ist letztendlich diese Idee entstanden, auf dem Kirchplatz das Public Viewing durchzuführen. Ja, wir haben einen Bus-Shuttle organisiert, der zu allen Spielen, die wir übertragen, die Leute fahren wird von Neuenkirchen über Förden nach Damme und dann von Holdorf, Langenberg, Steinfeld nach Damme, jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Und für Rückfahrten ist natürlich auch gesorgt. Eine Rückfahrt wird es direkt nach dem Spiel geben, eine Viertelstunde später. Und dann nochmal eine Stunde ungefähr nach dem Spiel noch die zweite Rückfahrt, dass die Leute auch noch ein bisschen verweilen können nach dem Spiel. Wir haben, glaube ich, die beste Location im ganzen Landkreis Vechta, hier auf dem Kirchenplatz in Damme. Und ich denke, das wird schon der Hammer werden. Wir haben einen ganz tollen Paragu uns aufbauen lassen. Und mit der passenden Beleuchtung und der passenden Stimmung wird es, glaube ich, ein Riesenevent.